Wunderschönen guten Morgen. Hast du dich schon mal gefragt, was du als Softwareentwickler eigentlich tatsächlich können musst? Oder hast du dich mal gefragt, wann Software tatsächlich erweiterbar, wartbar und richtig gut lesbar ist? Und so kompliziert diese beiden Fragen auch sind, so ungewöhnlich ist der Ort, wo wir die Antwort auf diese beiden Fragen finden werden, nämlich in der Entwicklung von Spionage- und Militärflugzeugen. Wir machen dieses Video heute mal wieder nicht von meinem Schreibtisch oben aus dem Büro, sondern wir fahren heute mal an einen ganz speziellen Ort hier in Winterberg. Ein Ort, wo ich schon hin möchte, seit ich 10 Jahre alt war. Und an diesem Wochenende war ich das erste Mal dort. Und dieser Ort eignet sich für die Beantwortung dieser Frage ganz besonders gut, denn dieser Ort hat auf überraschende Art und Weise etwas genau mit dieser direkten Fragestellung zu tun. Wir fahren mal hin, dann erkläre ich euch den Rest. Bis gleich. So, wir haben jetzt noch ungefähr 2 Kilometer, die wir laufen müssen, und bei den 2 Kilometern können wir uns der Eingangsfrage widmen. Wann ist denn jetzt etwas tatsächlich gut erweiterbar, wartbar und analysierbar, und was solltest du als Softwareentwickler tatsächlich können? Es gibt in den USA eine Firma, das ist die Firma Lockheed Martin, und die Firma Lockheed Martin hat sich darauf spezialisiert, Flugzeuge zu bauen, und die wirklich geheimen Flugzeuge, die dort entwickelt werden, werden von der sogenannten Skunk Works entwickelt. Das ist eine spezielle Abteilung bei Lockheed Martin, und die Skunk Works wurde, ich glaube, 30, 35 Jahre lang geleitet von einer Person, das war Clarence Kelly Johnson. Und dieser Clarence Johnson hatte damals ein Entwicklungsprojekt zu verantworten, und in diesem Entwicklungsprojekt hatte er eine Gruppe von Ingenieuren, mit denen er zusammen dieses Flugzeug konzipieren sollte. Und diese Gruppe von Ingenieuren war zunächst damit betraut, ein Triebwerk zu entwickeln für dieses Flugzeug. Auf jeden Fall hat dieser Clarence Johnson damals seine Ingenieure, die für das Triebwerk verantwortlich waren, in einen Raum geholt und hat denen gesagt, ich möchte, dass das Triebwerk, was ihr entwickelt, weniger fehleranfällig ist und wesentlich einfacher zu warten ist. Ich möchte, dass dieses Flugzeug nicht von einem Flugzeugingenieur gewartet werden sollte, sondern ich möchte, dass dieses Flugzeug von jedem Field Engineer der US Army gewartet werden kann. Und damals hat er quasi in dieses Meeting eine Menge von Werkzeugen mitgebracht, also Schraubenschlüssel, Schraubendreher, was auch immer, hat die vor sich auf den Tisch gelegt und hat den Entwicklern gesagt, das ist das Werkzeug, mit dem dieses Triebwerk gewartet werden soll. Und ich möchte gerne, dass ihr es genau so entwerft, dass man nur dieses Werkzeug hier und ein gewisses Skillset, gewisse Fähigkeiten, die Engineers damals in der Army hatten, dazu benötigen kann, um genau dieses Triebwerk zu warten. Und in diesem Zusammenhang fiel dann der für uns Softwareentwickler hoffentlich bekannte und legendäre Satz, keep it simple, stupid, was so viel übersetzt auf Deutsch heißt wie halt es einfach, du Idiot. Es geht also bei diesem Prinzip darum, dass wir Lösungen immer so entwickeln sollten, dass sie einfach sind, dass sie einfach analysierbar sind, dass sie einfach erweiterbar sind, dass sie einfach verständlich sind und jedem klar ist, wie diese Lösung funktioniert und wie sie umgesetzt wurde. Jetzt ist das natürlich so ein bisschen ein Problem. Was ist denn jetzt tatsächlich einfach? Einfach ist für mich etwas ganz anderes, wie einfach wahrscheinlich für dich ist oder wie einfach für deine Kollegen ist oder für sonst irgendjemanden da draußen. Das heißt, einfach oder simpel ist es, nur sogar noch ein bisschen besser übersetzt, ist ein schwierig zu greifender Begriff, ein subjektiver Begriff. Und was das jetzt heute alles mit unserem Gang, unserem Weg zu tun hat, das erkläre ich dir gleich, wenn wir da sind. Jetzt geht's einen steilen Berg hoch. Bis gleich. Clarence Johnson hat also das uns hoffentlich bekannte KISS-Prinzip erfunden. Aber warum konnte ich euch das jetzt nicht zu Hause am Schreibtisch erklären? Warum sind wir hier mitten in den Wald zwischen Winterberg und Silbach gegangen? Damals im Kalten Krieg, als sich Russland und Amerika gegenseitig mit Atomwaffen bedroht haben, gab es noch keine Spionagesatelliten. Das heißt, wenn die Mächte Russland und USA Informationen darüber haben wollten, wo Atomwaffen stationiert waren, wo Militärverbände stationiert waren, wo Flugabwehr stationiert war, musste man dafür sogenannte Fernaufklärer benutzen. Fernaufklärer sind Flugzeuge, die sehr, sehr hoch und meistens unbedeckt über dem gegnerischen Luftraumraum fliegen können und dort entsprechende Fotos machen oder was auch immer sie dann dort machen. Und die Firma Lockheed Martin, wo Clarence Johnson gearbeitet hat, auch das Team von Clarence Johnson hat genau diese Art von Flugzeugen entwickelt. Es gibt einmal die SR-71 Blackbird, die von ihm entwickelt wurde, und das andere war die U-2. Die U-2 ist heute noch in Betrieb. Das ist ein Flugzeug, was 15.000 Meter hoch fliegen kann, und das ist so hoch, dass damals die russischen Flugabwehrraketen das nicht abschießen konnten, dieses Flugzeug, und sie konnten es auch gar nicht entdecken, weil es eines der ersten Flugzeuge war,
die Ansätze hatten von so einer Stealth-Technologie. Und diese U2 war damals hier in Europa stationiert in Großbritannien, und am 15. Mai 1975 ist ein Verband von diesen U2-Fernaufklärern über Westdeutschland geflogen, wahrscheinlich auch über Ostdeutschland unbemerkt, und haben dort mittels sogenannter Triangulation versucht herauszufinden, wo russische Luftabwehrverbände gestanden haben. Und eins dieser Flugzeuge ist im Großraum Kassel geflogen und hat in diesem Einsatz Triebwerksprobleme bekommen. Das heißt, beide Triebwerke sind ausgefallen, und dieses Flugzeug ist dann Richtung Westdeutschland gedreht und ist dann quasi ohne Triebwerke noch eine Zeit lang gesegelt und ist dann irgendwann abgestürzt. Und zwar, ihr ahnt es schon, genau hier, wo wir gerade sind. Dieses Flugzeug ist hier das Tal vom Winterberg kommend runtergeflogen. Und als der Pilot erkannt hat, dass er keine Chance mehr hat, über diesen Berg, der hinter uns ist, drüber zu kommen, ist er quasi mit dem Schleudersitz ausgestiegen, ist damals unverletzt auch geborgen worden. Und die U2 ist genau hier quasi abgestürzt. Damals ist die US-Armee relativ schnell hier gewesen, weil sie auch noch hier in der Nähe eine Kaserne hatten, die betrieben wurden. Und die Firma Lockheed Martin hat 2 Leute hier nach Winterberg geschickt, um genau diese Absturzursache dieser U2 zu untersuchen. Und von diesen 2 Lockheed Martin Mitarbeitern ist das Foto hier entstanden, was ihr hier gerade sehen könnt. Und ihr denkt es euch vielleicht schon, dieses Foto ist tatsächlich aufgenommen worden von dem Clarence Kelly Johnson, dem Erfinder des KISS-Prinzips. Das heißt, theoretisch, wahrscheinlich aber nicht, hat Clarence Johnson an dieser Stelle hier zumindest mal kurz darüber nachgedacht, dass es keine so doofe Idee ist, komplizierte technische Dinge möglichst einfach zu machen, damit sie eben nicht abstürzen, dass sie einfacher zu warten, zu erweitern sind und dass jeder versteht, was er genau an diesem Flugzeug macht. Wir machen uns also jetzt hier an der Stelle, an der Clarence Johnson theoretisch, aber wahrscheinlich nicht die ersten Gedanken zum KISS-Prinzip hatte, weil er gesehen hat, dass sein Triebwerk zu kompliziert waren, mal Gedanken dazu, was wir in der Softwareentwicklung mit genau diesem Prinzip machen können. In der Softwareentwicklung, in Entwicklungsteams, sehe ich ganz oft, dass dieses KISS-Prinzip eingehalten werden soll, dass Teams es gerne befolgen wollen. Aber das große Problem ist, dass dieser Begriff simple eben nicht wirklich einfach greifbar ist. Für jeden ist simple etwas anderes. Wie schon gesagt, es ist ein subjektiver Begriff. Clarence Johnson hat uns eigentlich relativ gut vorgemacht, wie das Ganze funktioniert. Wir haben in Teams, haben wir immer, genau wie in Ingenieursteams bei der Army oder sonst irgendwo, Leute, die extrem gut sind in etwas, die also alle Frameworks beherrschen, alle Technologien aus dem FF beherrschen, die Programmiersprache schon ewig programmieren und damit arbeiten. Und das sind mehr oder weniger die Leuchttürme in unseren Projekten, also die richtig hochtalentierten, hochbegabten Softwareentwickler. Wir haben aber auch diejenigen, die in Projekten gerade einsteigen, die zum Beispiel von der Universität kommen, die nach der Ausbildung da sind, die einfach noch nicht besonders gut Software entwickeln können. Das sind diejenigen, die unten bei uns auf der Skala sind, die Einsteiger. Und Clarence Johnson hat uns jetzt damit gelehrt, wie wir rangehen sollen. Wir sollten immer die Werkzeuge auf den Tisch legen und transparent sagen, wenn eine Lösung entwickelt werden soll, was für eine Lösung soll das sein? Wie soll diese Lösung aussehen? Wie soll die Komplexität dieser Lösung beschaffen sein? Er hat gesagt, bitte entwickelt dieses Triebwerk so, dass wir die Lösung, die wir haben, mit den Werkzeugen, die auf dem Tisch liegen, mit den Fähigkeiten eines Field Engineers der US Army, dass sie gewartet werden kann, egal wo auf der Welt quasi diese Reparaturarbeiten an dem Triebwerk nötig sind. Und genauso müssen wir das auch in der Softwareentwicklung machen. Wir müssen eine sogenannte Baseline festlegen. Das heißt, diese Baseline ist irgendwo zwischen den Einsteigern und unseren Leuchtturmentwicklern, und es wird genau festgelegt, was dieser Werkzeugkasten eines Entwicklers enthalten sollte. Welche Frameworks nutzen wir? Welche Prinzipien sollten befolgt werden? Welche Muster sollten angewendet werden? Was für Fähigkeiten sollten diese Softwareentwickler allgemein haben? Und mit dieser Baseline, die wir dort festlegen, wird die Anwendung des KISS-Prinzips plötzlich ziemlich simpel. Denn natürlich unser Lösungsraum, in dem unsere zukünftige Lösung sein sollte, die wir als Softwareentwickler entwickeln, sollte entweder auf der Baseline liegen oder irgendwo darunter. Weil damit stellen wir sicher, dass jeder, der die Baseline erfüllt, jeder Entwickler, diese Softwareanwendung analysieren, also verstehen kann und dementsprechend erweitern und warten kann. Und damit ist natürlich auch für dich dann die Frage geklärt, wenn du in ein Softwareentwicklungsteam kannst und dir unsicher bist, was muss ich denn alles können, um in diesem Softwareentwicklungsteam einen wertvollen Beitrag leisten zu können. Du musst die Kenntnisse der Baseline haben, weil wenn das KISS-Prinzip richtig befolgt wird, solltest du dann die Software einfach verstehen, erweitern und warten können. Wenn du jetzt so eine Baseline in deinem Unternehmen festlegen möchtest, musst du natürlich am besten schriftlich genau festlegen, welche Tools, Technologien und Frameworks in diesem Werkzeugkasten des Entwicklers liegen. Und das macht man, du ahnst es bestimmt schon, mit einer sogenannten Codier- oder Entwicklungsrichtlinie. Wenn du das in deinem Unternehmen noch nicht hast, dann empfehle ich dir als nächstes dieses Video, weil da erkläre ich dir genau, was in einer Codier-Richtlinie alles drin sein sollte. Und dann siehst du genau, wie du diese Baseline festlegst. Ich werde jetzt hier noch, wie immer, ein bisschen die Aussicht genießen, werde noch ein paar Fotos, ein paar Videos machen und dann geht's wieder zurück an den heimischen Schreibtisch. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Arbeit heute, viel Erfolg,
bis zum nächsten Video und ciao.